Auch wenn man es ihr nicht ansieht. Aber diese Büroklammer ist etwas ganz Besonderes. Sie hat ein Gedächtnis. Selbst wenn man sie verbiegt, kann sie sich an ihre ursprüngliche Form erinnern. Dafür braucht sie nur ein bisschen heißes Wasser. Und schon ist sie wieder die alte. Der Grund dafür ist ein spezielles Material, aus dem die Büroklammer besteht, sogenanntes Formgedächtnismaterial. Wie trägt Mathematik dazu bei, solche intelligenten Metalle zu entwickeln? Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig nutzen mathematische Modelle zur Erforschung von Materialien mit neuartigen Eigenschaften. Der Schlüssel dazu sind die Mikrostrukturen eines Metalls, so wie hier in einer Legierung aus Kupfer, Aluminium und Nickel. Interessante Materialien sind eben nie homogen, sondern die haben eine ganz komplexe interne Struktur, die nennen wir Mikrostruktur. Und diese Mikrostruktur bewirkt zum Beispiel, dass die Gedächtnismetalle so flexibel sind bei tiefer Temperatur, aber die kann gleichzeitig zum Beispiel bei Stählen bewirken, dass die besonders hart sind. Hart sieht dieser dicke Draht aus einer Formgedächtnislegierung zwar aus, doch solange er kalt ist, lässt er sich leicht verbiegen. Das funktioniert nur, weil die Atome des Materials bei niedriger Temperatur so angeordnet sind, dass sie mehrere unterschiedliche Strukturen bilden. Man sieht also, die atomaren Strukturen, die im Material vorliegen, wechseln sich ab. Dies führt zu diesen Bandstrukturen und damit auch zu den Mikrostrukturen. Und durch diese Mikrostrukturen ist das Material sehr leicht verbiegbar. In heißem Wasser bewegt sich der Draht jedoch sofort in seine ursprüngliche Form zurück. Was ist die Ursache dafür? Bei hoher Temperatur gibt es nur eine energetisch günstige Anordnung für die Atome in dem Material. Das ist eine Art würfelförmige Struktur, also vereinfacht dargestellt sowas. Das heißt, die Atome müssen sich alle in dieser Struktur anordnen und dadurch haben sie keine große Möglichkeit, weitere Formen anzunehmen. Das Material muss direkt in den ursprünglichen Zustand zurückgehen. Diese Eigenschaften kommen insbesondere der Medizin zugute. Am Herzzentrum in Leipzig werden künstliche Herzklappen mit Hilfe einer Nickel-Titan-Legierung eingesetzt, ebenfalls ein Formgedächtnismaterial. Der Vorteil: Die Klappen können per Katheter eingeführt werden. Ja, wir alle sind natürlich ganz begeistert von dieser Methode, weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit auch sehen, dass wir bei sehr alten Patienten, die Patienten sind alle über 80 Jahre, auch teilweise über 90, und bei schwer kranken Patienten, die also noch viele andere Begleiterkrankungen haben, dass wir bei diesen Patienten einen Aortenklappenersatz vornehmen können, ja, ohne bei dem Patienten den Brustkorb zu eröffnen. Mit eiskaltem Wasser wird die künstliche Klappe zunächst stark abgekühlt. Sie befindet sich in einem Gerüst aus Formgedächtnismaterial. Das lässt sich auf diese Weise leicht verbiegen und in den Katheter bringen. Erst wenn die Herzklappe am Zielort aus dem Katheter befreit wird, entfaltet sich das Gerüst. Durch die Körpertemperatur nimmt es seine ursprüngliche Form an und die neue Klappe beginnt zu arbeiten. Eine schonende Operation, die Leben retten kann. Um solche Materialien zu entwickeln, berücksichtigen die Mathematiker verschiedene konkurrierende Effekte. Die Geometrie, die Energie, mit der die bevorzugte Anordnung der Atome verzerrt wird, und die Energie an den Grenzflächen der Mikrostruktur. Die Leipziger Forscher entwickeln das mathematische Handwerkzeug hierzu. In Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf untersuchen sie auch die Eigenschaften von Stählen. Ja, hier in diesem Bild sieht man jetzt zum Beispiel die Energielandschaft eines Metalls, wo hier in Blau dargestellt verschiedene Richtungen sind, in die der Stahl sehr leicht zu verformen ist. Und die Aufgabe der Mathematik ist es dann herauszufinden, welche Mikrostrukturen man daraus bilden kann, sodass das Material insgesamt leicht verformbar wird. Dabei hilft den Forschern, dass die Natur immer Energie sparen will, was ihr durch die Bildung von Mikrostrukturen häufig gelingt. Allgemeingültige Theorien dafür zu finden, wie sich Mikrostrukturen in verschiedenen Metallen entwickeln und wie man sie beeinflussen kann, das ist das Ziel der Mathematiker.
So ermöglichen sie hilfreiche Mechanismen wie diesen. Eine Feder aus Gedächtnismaterial wird mit elektrischem Strom erwärmt. Dadurch nimmt sie ihre ursprüngliche Form an. Sie zieht sich zusammen und kann sogar einen schweren Stein nach oben bewegen. Kühlt sich die Feder ab, bildet sie Mikrostrukturen, sodass sie flexibel wird. Der Stein landet wieder unten. Für die Weiterentwicklung solcher und vieler anderer interessanter Materialien werden mathematische Modelle auch in Zukunft eine große Rolle spielen.